Online-Marketing ist mittlerweile eine riesige Branche und sie wird jedes Jahr noch größer. 2020 kam TikTok als neue Werbeplattform hinzu, Clubhouse. Was es alles da draußen für Möglichkeiten gibt, das stelle ich dir in diesem Video vor und gebe dir den Überblick über die Raketenwissenschaft, was ganz wenige da draußen durchschaut haben, weil sie zum einen nur Theorie haben, zum anderen nur Praxiswissen. Und wir vereinen hier beides auf diesem Kanal. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei den Online-Marketing-Grundlagen und wie du dich auch in Zukunft weiterbilden solltest, um immer auf dem aktuellsten Stand in dieser sehr, sehr interessanten Branche zu bleiben. Das Wichtigste im Online-Marketing, es geht immer noch um Menschen. Ja, bei all den Zahlen, Werbeplattformen, Leads, KPIs und auch die Werbeausgaben, da sind so viele analytische Fähigkeiten gefragt und Zahlen bestimmen das Online-Marketing. Aber hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und das ist das Wichtigste im Online-Marketing, dass du kundenorientiert denkst und auch dich richtig in die Zielgruppe hineinversetzen kannst. Das Wichtigste ist also, lerne die Probleme deiner Zielgruppe kennen und ja, das geht über Marktrecherche, über auch Interviews, die du mit den Leuten führen kannst und entwickel dann sehr, sehr gute Werbebotschaften, die diese Probleme ansprechen und eine Lösung präsentieren. Also das ist mir das Wichtigste, kundenorientiert zu handeln im Online-Marketing und wirklich die Probleme, die Essenz, auch die Probleme hinter den Problemen herauszufinden und zu analysieren. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Viele sagen, ich will online Geld verdienen und mir ein eigenes Online-Business aufbauen. Ja, das ist unser Thema. Was sie aber eigentlich für ein Problem oder einen Wunsch dahinter haben, ist, dass sie ihren Vater vielleicht ein neues Haus kaufen wollen oder dass sie endlich diese Traumvilla kaufen wollen, die sie sich schon so lange wünschen. Ja, und das meine ich, wenn dir jemand sagt, hey, mein Problem ist, ich will Gewicht abnehmen, dann ist das das logische Problem. Das emotionale Problem, was zugrunde liegt, ist aber, dass er sich im Spiegel anschauen will und sich selber mag, dass er nicht mehr ausgelacht werden will von anderen bei der Arbeit zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig im Online-Marketing, die Psychologie zu verstehen. Und dahingehend solltest du dich auch unbedingt weiterbilden, Werbepsychologie und dergleichen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wenn du dir dann eine Werbebotschaft überlegt hast, zum Beispiel, ich zeige dir, wie du endlich Gewicht verlierst und wieder in deine Wunschhose passt, sodass du dich im Spiegel wieder selbstverliebt anschauen kannst, dann musst du diese Werbebotschaft natürlich irgendwo platzieren, ja, auf den sozialen Medien oder dort, wo deine Zielgruppe ist. Ja. Das kann man auch klassisch über Litfaßsäulen machen, Briefe. Also das ist alles Marketing. Aber da wir ja jetzt hier im Online-Bereich sind, soziale Medien sind die neuen Fernsehsender und die neuen sozialen Medien sind halt das, wo die meiste Aufmerksamkeit ist von den Menschen. Und darum geht's. Hol dir die Aufmerksamkeit von den Leuten und bau dann massiv Vertrauen auf. Ja, du machst eine Werbebotschaft, die etwas verspricht. Ich zeige dir, wie du wieder in deine Wunschhose passt. Das Versprechen muss dann auch eingelöst werden über deine Inhalte, solche Videos. Du hast hier mit einer Erwartungshaltung auf das Video geklickt und ich muss jetzt diese Erwartungshaltung für dich erfüllen. Ja, dann baue ich Vertrauen auf und dann holst du dir wahrscheinlich unseren Newsletter, holst dir unseren Sales Funnel Planer zum Beispiel und dann können wir weitere Dinge dir versprechen und einhalten und so Vertrauen aufbauen. Und irgendwann wirst du natürlich auch unsere Produkte kennenlernen, unsere Produktversprechen kennenlernen. Und wenn wir die dann in der Vergangenheit oft eingehalten haben, diese Werbeversprechen, dann wirst du auch das Produktversprechen glauben und wirst auch das Produkt kaufen. Ja, das ist die Psychologie, die dahinter liegt, dass wir halt über die Zeit Vertrauen aufbauen durch kostenlose Videos, kostenlose PDFs zum Beispiel und dann irgendwann auch mal einen kostenlosen Termin machen und dann ist halt irgendwo dann die Grenze zwischen kostenlos und kostenpflichtig erreicht und dann wirst du auch investieren, wenn in der Vergangenheit genug Vertrauen aufgebaut wurde.
Also darum geht's. Hol dir die Aufmerksamkeit und bau dann im zweiten Schritt sehr viel Vertrauen auf. Und jetzt verbinden wir diese zwei Dinge, nämlich die Zielgruppe kennen und Aufmerksamkeit und Vertrauen sichern. Ja? Und das passiert über einen Sales Funnel. Ja? Das ist der Begriff dafür, dass du verschiedene Schritte unternimmst, um halt den Kunden wie auf so einer Reise zu begleiten von A nach B. Also von ich kenne dich nicht, wer bist du, zu wow, ich finde dein Produkt interessant und überlege es zu kaufen und dann auch ja, Kunde zu werden. Ja, das ist die Kundenreise und darüber solltest du dir im Online-Marketing sehr viel Gedanken machen. Wo holst du die Leute ab? Wie baust du Vertrauen auf im mittleren Teil? Und welche Produkte bietest du dann auch an, um diese Probleme letztendlich zu lösen? Ja, das ist die perfekte Kundenreise und das ist das, was wenige im Online-Marketing verstehen, dass es nicht um Taktiken wie TikTok oder Facebook-Werbung geht, sondern um diese Psychologie und diese Kundenreise, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und das musst du verstehen, dass es halt darum geht, sich Aufmerksamkeit zu holen, weil du die Zielgruppe kennst, kannst du ihre Probleme ansprechen, kannst ihre Wünsche ansprechen, dann nimmst du diese Infos und nimmst die Aufmerksamkeit und verschenkst zum Beispiel etwas, holst dir die E-Mail-Adresse, baust dann darüber Vertrauen auf und dann kommt halt auch mal eine E-Mail, die zum Termin einlädt oder die zu einem Produkt einlädt und das vorstellt. Ja, und das ist Online-Marketing vom Feinsten und das ist halt so schwer, weil du bist nicht offline, kannst niemandem die Hand schütteln, du kannst dich nicht auf eine Bühne stellen und sagen, hier bin ich. Du musst halt aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit kommen und es schaffen, ohne menschlichen Kontakt, also ohne physischen Kontakt, Vertrauen aufzubauen. Und das ist die hohe Kunst im Online-Marketing. Und um dir das auch zu erleichtern, haben wir den Sales Funnel Planer geschaffen. Das ist unser bewährtes System, mit dem wir sechsstellige Umsätze in 4 Monaten erreicht haben. Und das ist ein PDF, was du dir runterladen kannst, womit du dann auch deinen Sales Funnel planen kannst, weil das würde jetzt dieses Video übersteigen, da in die Kundenreise reinzugehen und jeden einzelnen Schritt mit dir durchzugehen. Deshalb lad dir einfach das PDF runter. Link findest du unter dem Video und das soll Vertrauen aufbauen in unsere Fähigkeiten, in unsere Expertise, sodass du dann natürlich auch mal ein Gespräch mit uns buchst, wo wir das dann gemeinsam mit dir durchgehen. Also lad dir das auf jeden Fall runter, Link findest du unten. Und dann hatte ich dir ja noch versprochen, dir zu sagen, wie du dich weiterbilden solltest. Ja? Und du merkst wahrscheinlich schon, Online-Marketing ändert sich so schnell. Ja? Es gibt so viele Taktiken, so viele Gurus, die dir sagen, mach dies, mach diese Facebook-Werbung, macht das, geh jetzt auf TikTok zum Beispiel. Das sind aber alles nur Taktiken. Also ich empfehle dir, hol dir Wissen über diese Grundpsychologie. Ja, da gibt es auch Bücher darüber, über Werbepsychologie zum Beispiel oder halt die Psychologie des Überzeugens von Cialdini. Ist ein sehr gutes Buch, was so, sage ich mal, diese Grundlagen der Psychologie dort mit umreißt. Also Link findest du auch in den Shownotes unter dem Video. Dann kannst du dich dahingehend weiterbilden und da solltest du immer dranbleiben. Also abonniere auch gerne unseren Kanal, da gibt es immer die neuesten Infos und Updates und falls du Fragen hast, schreib gerne einen Kommentar, um da dran zu bleiben. Und wir haben natürlich auch verschiedenste Maßnahmen, um Online-Marketing beizubringen. Eine ist unser 5-Tage-Intensiv-Coaching. Ja? 5-Tage-Intensiv-Coaching, wo du den Überblick über das Online-Marketing erfährst und wie du dann in 5 Tagen halt deinen Sales Funnel aufbaust und auch über Werbeanzeigen skalierst. Normalerweise kostet so ein Coaching sehr viel Geld bei uns. Die Kunden zahlen da mindestens 1.500 Euro für das Wissen. Für kurze Zeit machen wir das live und gratis. Also schau da unten in die Kommentare, da kannst du dir auch dich dafür anmelden. Das findet live statt, immer einmalig im Quartal. Und da kannst du dich einfach für anmelden. Also schau, ob da noch der Termin jetzt verfügbar ist. Wir werden im April 2021 das veranstalten und dann kannst du dich dafür auch kostenlos anmelden. Also, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn ja, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Schreib gerne dein größtes Aha-Erlebnis in die Kommentare und was du jetzt umsetzen wirst. Ja? Nutz da unsere Ressourcen, Sales Funnel Planer oder die Challenge.
Wir freuen uns, dich in dem Bereich weiterzubilden und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage, see you, Digitalunternehmer.